Hallo meine Lieben, hier ist wieder Frank Feind. Ich grüße euch ganz herzlich aus den Schöneberger Hinterhofstudios aus Berlin. Ich habe hier wieder meinen ganz tollen Paillettenvorhang. Ich verspreche euch, wir ändern das demnächst auch mal und sitzen dann wieder im Greenscreen. Nur gerade ist es technisch nicht möglich, das nur am Rande. Falls ihr euch fragt, warum sehe ich so fleckig aus und meine Arme haben hier etwas Farbe und hier nicht. Ich komme gerade frisch aus Spanien, aus Andalusien und laufe hier am Strand immer rum, wie im Winter. Eingepacktes hier, Käppi, große Sonnenbrille, dass ja keine Sonne oder nicht so viel Sonne an meine Haut kommt. Das nur am Rande. Eigentlich möchte ich euch heute die lang ersehnte und lang erwartete neueste Linie von Judith Williams kurz vorstellen. Es ist die neue Feuchtigkeitslinie Hydra Science. Ich bin ganz dankbar, dass ich die Linie mit nach Spanien genommen habe, weil die hat mir so unglaublich gut getan. Es ist eine Feuchtigkeitslinie, das kann ich gleich sagen, für so ziemlich jeden Hauttyp, besonders für die empfindliche Haut. Und ich, ihr wisst, ich habe die empfindlichste Haut, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es ist die Nachfolgelinie von Hydracell, die ja eine komplette Hyaluron-Linie war. Und Judith Williams hat sich natürlich wieder was Neues einfallen lassen mit ihrem Team. Es ist eine Feuchtigkeitslinie der komplett neuen Generation, sage ich mal. Und sie war wieder eine der ersten, die sowas auf den Markt gebracht hat. Die komplette Linie besteht derzeit aus 5 Basisprodukten, die ich euch kurz vorstellen werde. Das Herzstück der Linie ist allerdings das Hydra Science Moisture Gesichtsserum. Hier sind drin 80 ml. Ich glaube, es ist sogar schon eine Sondergröße. Die komplette Linie zeichnet sich durch einen speziellen, jetzt muss ich ablesen, Fusion 5 Extreme Moisture Komplex aus. Das heißt, es sind 5 Wirkstoffkombinationen hier vereint, die wirklich fantastisch für die Haut sind und in naher Zukunft wahrscheinlich auch die Hyaluronsäure ablösen werden. Ich habe mir hier einen kleinen Monitor aufgebaut, weil ich muss heute ein bisschen ablesen, also bitte entschuldigt. Die 5 Hauptkomponenten hier drin sind einmal aus einem pflanzlichen Glykogen wird ein Wirkstoff gewonnen, der die Feuchtigkeit länger in der Haut hält als Hyaluronsäure. Das ist, glaube ich, ein kleiner Durchbruch, ein großer Durchbruch in der Kosmetikwelt. Dann ist drin ein Magnetic Moisture Komplex, hört sich schon an wie Magnet. Der ist dazu da, dass aus pflanzlicher Glykose wird ein Wirkstoff gewonnen, der Wasser von außen in die Haut reinzieht, in die Epidermis. Man sieht wirklich nach kurzer Zeit der Anwendung super toll gepflegt aus. Man muss sich manchmal noch nicht mal mehr schminken, habe ich den Eindruck. Dann ist drin ein Amino-Moisture-Komplex, der das Feuchtigkeitsniveau der Haut gleichmäßig hochhält und auch ein bisschen verhindert, dass die Feuchtigkeit wieder entweichen kann, was die Hyaluronsäure bisher nicht so konnte. Es ist drin ein Osmo-Moisture-Komplex, da wird aus der Zuckerrübe ein Wirkstoff gewonnen, der die Zellen vor der Austrocknung regelrecht schützt. Ihr seht wieder, rein pflanzlich, Zuckerrübe, die Idee muss man auch erstmal kommen. Und es gibt einen Moisture-Cup-Komplex, der für die Feuchtigkeitsspeicherung in der Haut verantwortlich ist. Hatte ich sie jetzt alle? 1, 2, 3, 4, 5. In der gesamten Linie sind diese Wirkstoffe drin und es ist ein Wirkstoff der Wasserminze drin, die der kompletten Linie einen tollen Geruch gibt. Einzigartig, ich muss es sagen. Die riecht wirklich, diesmal kann ich sagen, nach Wasserminze. Sie ist eine frische Linie und jeder, der jetzt denkt, ja, Feuchtigkeit jetzt im Herbst, wie auch immer, es ist eine komplett tolle neue Basislinie. Ihr könnt hier mit super, das ist ja in aller Munde, Layering betreiben. Ich sag, mit dieser Linie kann man sogar Power Layering betreiben, weil ich habe jetzt auch nicht immer die Zeit, mir 5 Serien ins Gesicht zu schmieren und Stunden vorm Spiegel zu warten, bis alles eingezogen ist. Die komplette Linie zieht super schnell in die Haut ein. Ich bin wirklich diesmal, wie immer, eigentlich sehr begeistert, aber das ist wirklich meine neue Basislinie neben Vitamin C und Kaviar. Ich habe noch nie ein Serum gehabt, was wirklich so schnell in die Haut einzieht. Ich habe mir gedacht, ich mache mit dem Sebastian vielleicht nochmal in dem nächsten Video, wo er ein bisschen näher dran sitzt und euch auch mal die Konsistenzen zeigt von der Linie.
weil auch der Sebastian ist absolut begeistert. Und es ist ein ganz klares Serum. Aus der Entfernung wird man es jetzt nicht sehen. Es reichen wirklich, ich habe jetzt schon wieder zu viel genommen, 1-2 Pumpstöße. Es ist ganz klar, reichen aus. Nach der Reinigung natürlich immer kann man mit dem Serum auch nah ans Auge gehen. Da fange ich immer an, die Augen kriegen eine extra Portion. Jetzt mache ich mal eine Handcreme, Feuchtigkeitspackung raus. Geht mit dem Serum bitte nah an die Augen. Ihr müsst es natürlich probieren. Ich kann nicht mit allem nah an die Augen gehen, aber mit diesem Serum richtig nah ran. Die Augen hören nie hier auf, sondern einmal richtig rum. Ich kann es sogar aufs Augenlid packen. Zieht super schnell ein. Ich habe jetzt schon nichts mehr auf der Haut. Es ist komplett eingezogen. Es klebt nicht. Es ist weg. Es zieht sofort ein. Man kann relativ schnell danach, wie gesagt, die Augencreme auftragen. Die Augencreme ist auch eine Größe von 30 ml. Da haben andere Anbieter verkaufen in so einer Größe ihre Gesichtscreme. Bei Hewlett Williams kriegt man eine Augencreme, die wunderbar auch als Basis Augencreme zu verwenden ist. Also noch nicht mal halbe Erbsengröße reicht wirklich für beide Augenpartien aus. Einfach wieder einmassieren, ein bisschen einklopfen, zieht super schnell ein. Wer das Gefühl hat, es könnte noch ein bisschen mehr sein, kann danach gerne noch eine andere Augenpflege drüber geben. Ich kombiniere die Augencreme gerade mit Future Skin und manchmal Kaviar, je nachdem, was ich noch benutze. Das zweite Herzstück der Linie ist die Gesichtscreme. Und ihr merkt, ich komme ein bisschen ins Schwärmen, weil ich habe wirklich noch nie ziemlich gleich nach Auftragen des Serums musste ich bei allen immer ein bisschen warten, bis es eingezogen ist. Ist auch eigentlich ganz normal. Hier muss man kaum warten. Es kommt Serum bei mir, Augencreme. Danach kann man wirklich die Gesichtscreme gleich auftragen. Meine ist jetzt schon angebrochen und fast leer. Es ist fast wie so eine Softcream. Jetzt poppt sie gleich. Die wunderbar fürs ganze Gesicht. Nimmt den Hals mit, nimmt das Dekolleté mit. Es ist wirklich nicht zu glauben, die zieht super schnell ein, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und kann die wirklich jedem empfehlen, der auch eine empfindliche Haut hat. Also die neue Basislinie von Hewlett Williams. So, was haben wir noch? Das zeige ich euch noch ganz kurz. Wir haben natürlich das Deep Cleansing Gel, das ist ein Reinigungsgel, hier sind drin 150 ml. Ihr werdet hier mit ewig auskommen, weil ihr braucht nicht nur eine Erbsengröße fürs ganze Gesicht, für Dekolleté, für den Hals, reicht aus. Nicht wundern, der Duft beim Cleansing Gel ist ein bisschen neutraler. Die ganze Linie ist generell neutral, riecht dezent nach Wasserminze. Hier würde ich sagen, riecht es nicht ganz so nach Wasserminze, aber das wurde auch in der Fernsehpräsentation gesagt, weil hier ist die Zusammensetzung etwas eine andere. Die riecht, manche sagen so ein bisschen medizinisch, die riecht ein bisschen neutral, eigentlich wie so eine Dr. Brand, kann man auch sagen. Und wir haben natürlich, weil der Körper ja auch mit Feuchtigkeit versorgt werden muss, einen großen Bottich 400 ml Körpercreme. Der Duft wunderbar. Ich traue mich gar nicht zu zeigen, weil meine ist schon fast leer. Riecht wirklich wunderbar frisch, zieht super schnell ein. Auch im Sommer oder jetzt als ich in Spanien war und es wirklich so heiß war, wo man aus der Dusche kommt und schon gleich wieder schwitzt. Abtrocknen, eincremen, zieht super schnell ein und man hat nicht dieses Gefühl, dass man unter der Creme gleich wieder anfängt zu schwitzen, weil die wirklich von der Haut so super aufgenommen wird. So, in der kompletten Linie ist auch ein Papyrus-Extrakt drin aus der Papyrus-Pflanze. Und der verhindert, dass Wasser aus der Haut wieder verdunsten kann. Ganz wichtig, neu, revolutionär, habe ich so in noch keiner Kosmetiklinie finden können. Natürlich würde ich mir für die Linie auch noch Zusatzprodukte wünschen, wie es fehlt nämlich noch ein Gesichtswasser, was hoffentlich bald noch kommt. Was brauchen wir noch? Eine tolle Handcreme wäre natürlich auch toll, weil ich habe immer so trockene Hände. Und probiert die Linie einfach mal aus. Ich schreibe euch alle Informationen nochmal unter dieses Video. Gerne würde ich auch an unsere lieben Zuschauer schon ein Produkt aus dieser Linie verlosen. Kann ich aber nicht, weil es ist ausverkauft und das sind gerade die einzigen Produkte, die ich habe. Ich habe trotzdem was für euch vorbereitet. Ihr könnt diesmal drei
kleine Proben von Judith Williams gewinnen. Das sind Überraschungsproben. Einmal ist es aus der Linie Phytomineral, einmal aus der Linie Botanical Caviar und einmal aus meiner Lieblingslinie Vitamin C. Falls diese Linie Vitamin C nicht ablöst. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Ich freue mich immer, wenn ihr zuschaut und euch bei mir meldet. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adieu.